Bei gesunder Ernährung gibt es fast wöchentlich neue Trends. Ein oststeirischer Bauer setzt nun auf Grünsprossen. Diese Vitaminbomben gelten als besonders gesund, sind aber schwierig zu kultivieren. In solchen Reifungsmaschinen gedeihen sie, Grünsprossen, die etwa aus Radieschen, Rettich und Lauchsamen hervorsprießen. Die Hygiene muss dabei höchsten Ansprüchen genügen und das hat Landwirt Fritz Rauer aus Bierbaum bei Bad Blumau nach intensiver Entwicklungsarbeit geschafft. Als erster steirischer Betrieb hat er eine EU-weite Zulassung für die Herstellung von Keimlingen und Grünsprossen erhalten. Wir haben gesagt, wir müssen in die Nische gehen, wir wollen Besseres machen. Und dann habe ich immer die Zeit genommen und bin durch alle Herren Länder gereist und habe mir angeschaut, was könnten wir denn alles machen. Der Landwirt hat mit seinen Produkten zwei große Lebensmittelketten überzeugt. Die eine nimmt jetzt seine Grünsprossen ins Angebot, die andere verkauft eine weitere Innovation. Essfertige Blattsalate, die der Landwirt mit eigenem Verfahren so verpackt, dass die Blätter frisch bleiben und nicht braun werden. 10 Arbeitsplätze wurden so geschaffen.